In dieser neuen Videoserie werden in Kooperation mit der Personal Trainer Akademie für die großen Muskelgruppen Dehn- und Kräftigungsübungen mit und ohne Geräte vorgestellt. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Gluteus Maximus, also dem großen Gesäßmuskel. Wenn ihr den Muskel richtig verstehen wollt, mit Ursprung, Ansatz, Funktion, Innervation und arterieller Versorgung, empfehle ich euch die Infokarten rechts oben. Hüftextension wird bei richtiger Ausführung optimal der Gluteus Maximus trainiert. Wichtig hierbei ist, dass der Rücken gerade bleibt und nicht lordosiert wird. Das heißt, das Becken bleibt permanent stabil. Lediglich das Bein wird nach hinten gestreckt, wobei dies immer mit gestrecktem Knie durchgeführt wird. Die Streckung erfolgt so weit, bis das Becken kippen zu beginnt. Das heißt, bis man in ein Hohlkreuz fällt. Beim Zurückdrücken wird ausgeatmet, beim nach vorne gehen wird eingeatmet. Abduktoren optimal zu dehnen, sitze ich aufrecht, habe die Beine gestreckt und schlage ein Bein über das andere, wobei hier die Ferse möglichst nah am Körper abgestellt wird. Der Rumpf rotiert in die gegenüberliegende Richtung und zusätzlich wird mittels Ellbogen das Knie nach hinten gedrückt. Die Spannung wird ca. 30 Sekunden bis 2 Minuten gehalten, um einen Dehnungsreiz auszulösen.